Yay! So. Vielleicht haben sie echt hier alles vereist. Ich fühle mich schon ganz kalt. Okay, bei mir im Gaming Office ist es gerade auch nicht so warm. Ach du Scheiße. Das sind ja Militärfahrzeuge. Und da geht's nach draußen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich hier lang will überhaupt. Morphogenic Engine. Eine Formel. Ich habe eben auf die Kamera gewechselt, weil er mit der Hand so eine Bewegung gemacht hat. Okay. Ah, da hat wahrscheinlich minus 40 Grad drin oder sowas. Okay. Er hat sich kurz was aufgeschrieben. Notizen. Morphogenetische Formel. Das ist der morphogenetische Antrieb. Einige mathematische Zeilen, ein Algorithmus. Programmiert uns neu, verwandelt uns in Albtraumfabriken. Einige werden Zahlen auf einer Tafel. Ich brauche eine Säge und ein paar ungestörte Stunden mit der Leiche von Dr. Wernick. Ich bin ihm noch was schuldig. Was zum Teufel haben die hier für kranken Scheiß gemacht? Gut, wir haben es ja erfahren, die haben hier einfach mal ein Frankensteins Monster erschaffen oder ähnliches. So. Kann ich nicht irgendwie so gucken? Ja, genau. Stimmt, das habe ich auch nie benutzt. Man kann sich ja während dem Laufen nach hinten bewegen. Da sehe ich absolut gar nichts. Eine weitere Leiche und da oben scheint auch noch irgendwas zu sein. Exit! Nein! Warum? 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 Was? Nein! Ach du Scheiße, warum, 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 warum? Wir sind so nah am Ziel! Nein! Nein! Was? Er hilft uns! Ach du Scheiße! Tod des Soldaten. So stirbst du also, von innen heraus in Stücke gerissen. Dein Innerstes ist an einer Betonwand verteilt. Du bist einer Hölle entkommen, Chris Walker. Und so wahr mir Gott helfe, hoffe ich, dass du nicht einen anderen gefunden hast. Chris Walker. So, soll ich hier nochmal zurückgehen? Du Scheiße. Sense in you.
natural function of cells to produce molecules, but through psychosomatic direction, we engineered the precise molecules necessary. Mind over body. It was foolish and wrong to think we could control it. To use madmen to make something so strong. You have to stop him to murder Billy. Turn off his life support, his anesthesia. You have to undo what I've done. No one can get out of this place while he lives. You must kill him. Finde Billy im Hauptlabor. Ist das Dr. Wernick? Das heißt, wir müssen jetzt Billy erledigen. Und damit wäre auch die Tür zu. Und hier geht's weiter. Speichert. Wir sind jetzt im Block B der Anstalt, der Forschungsanstalt. Hier ist also ein verdammt riesiges Labor unter der psychiatrischen Anstalt. Nun gut. Alter, also okay. Du musst erstmal drauf klarkommen, was eben passiert ist. So. Natürlich überall wieder Blut. Ah, das war so eine Art Cafeteria, okay. Die ist jetzt wohl nicht mehr so in Betrieb. Gut, ich gehe da mal rein. Ich weiß, Leute, ich bin gerade etwas still und guck mir das Ganze an, weil ich das echt mega cool finde. Ich bin gerade so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen Information Overflow. Ich muss das erstmal verarbeiten. Auch wenn ich es natürlich cool finde. So. Da scheint es jetzt auch nichts Besonderes gegeben zu haben. Gut. Da sind wir auch noch rausgekommen, ja. Okay. Na, großartig. Na gut, kümmern wir uns mal um Billy. So, wir gehen weiter. Ah, schon wieder solche Maschinen. Gut. Auf jeden Fall ein großes Labor und sie haben hier kranke Experimente gemacht. Ach du, nein! Nein, nein, nein! Oh Gott! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Beweg dich!
Beweg dich! Verdammt. Okay. Dann müssen wir das leider nochmal probieren. Okay. Also dort wartet wieder der Wallrider auf uns anscheinend. Eine Wand wird den wohl auch nicht aufhalten, ne? Los geht's. Ach du Scheiße. Lauf, 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 lauf. Nein! Ach so, okay. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Schnell, schnell, schnell. Wir kommen hier nicht weiter. Keine Zeit verlieren, bevor er wieder auftaucht. Ach du Scheiße. Wieder tote Polizisten und tote Soldaten. Weiter geht's. Da wären wir wohl. Was zum Teufel? Ach du Scheiße. Okay, wir lesen erstmal. Notizen. Vernix Maschine. Der Assembler. Die Zulaufkammer. Die Vorläufermoleküle. Vage Erinnerung an Artikel über Nanotechnologie, die ich online gelesen habe. Wahrscheinlich betrunken. Wahrscheinlich abgelenkt. Nicht ansatzweise ausreichend, um zu wissen, wie ich sie zerstören kann. Aber Billy ist der Mittelpunkt. Finde ihn. Töte ihn. Setze allem ein Ende. Das heißt, wir sollen jetzt Billy erledigen. Hier sind sehr viele Computer. Leistungsstarke Computer. Was auch immer hier genau los ist. Und uns bleibt nichts anderes übrig. Dreh das Ventil für den Nährflüssig... Ah, okay, für die Nährflüssigkeit. Für den Nährflüssigkeitsbehälter zu, okay. Du Scheiße. Na, ich weiß ja nicht. Billy Hope. Der Krankenakte nach müsste Billy 23 Jahre alt sein. Sieht aus, als hätte er mindestens 50 harte Jahre hinter sich. Der Schmerz hat sich tief bei ihm eingegraben. Dich zu töten wäre ein Akt großer Güte. Alter Schwede, was zum Teufel? Die ganze Zeit ist er da drin schon seit Jahren und sieht nur das, was auch immer das ist. Das Notfallsystem ist nicht eingeschaltet. Ein weiteres Dokument. Morphogenetischer Antrieb, Sicherheitsmaßnahmen. Um eine Verletzung des Patienten zu vermeiden, müssen alle Lebenserhaltungssysteme der Lebenskammer des morphogenetischen Antriebs täglich überprüft werden. Lebenserhaltungssystem 1. Der angereicherte oxygenierte Perfluorcarbon im Nährungsflüssigkeitsbehälter muss während der Behandlung des Patienten fortlaufend gespült und ersetzt werden. Es gilt zu beachten, dass die Flüssigkeitsbeamtung auch Anästhetika enthält und jegliche Unterbrechung der Zufuhr beim Patienten zu großen Schmerzen führt, die das Experiment unterbrechen können. Lebenshaltungssystem 2. Die Stromversorgung erfolgt durch den Generator des unterirdischen Labors. Die ausreichende Betankung und Wartung des Generators sollten stündlich bestätigt werden. Lebenserhaltungssystem 3. Im Falle eines Ausfalls der Lebenserhaltungssysteme 1 und 2 springt das Notfallsystem der Lebenskammer an und übernimmt die minimale Lebenserhaltung vor Ort, bis die Techniker eingetroffen sind. Das Deaktivieren des Notfallsystems führt zum sofortigen Tod des Patienten. Und das wollen wir ja auch. Das Notfallsystem ist nicht eingeschaltet.
Hier also eine weitere Kammer. Ach du Scheiße. Und hier haben wir auch noch einen Herrn. Lieber Herr Gesangsverein, meine Güte. Oh Gott im Himmel. Gut, dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Dann probieren wir mal, das irgendwie hinzukriegen. Batterien. Ist abgeschlossen. So, dann gucken wir mal, wie wir das Notarsystem einschalten. Ich habe keine Ahnung, aber irgendwie müssen wir ja wohl Billy töten können. Wir gehen jetzt mal hier lang. Was haben wir denn hier? Ah, Life Support Fluid Reservoir 4. Ach du Scheiße, na gut. Dann bleibt uns ja nichts anderes übrig. Yay! Okay, hier sind wir richtig. Wie krass das hier aussieht. Hm. Was haben wir denn hier? Riesige Tanks. Hm. Gut, gehen wir weiter. D-Block. Ist das vielleicht diese Nährungsflüssigkeit? Ich habe keine Ahnung. Hier ist auf jeden Fall wieder sehr viel Blut. Was aber auch nichts Neues ist. Block D. Sieht ja soweit hier alles richtig aus. Moment, ich guck nochmal hier hinten, aber... Ah, da. Doch, da ist das Ventil. Hier kommen wir nicht rein, ne? Ah, ist offen. Sehr gut. Okay, ein Dokument. Das gucken wir uns natürlich auch nochmal an. Der moderne Prometheus. Aus den persönlichen Notizen von Dr. Wernick. Frankenstein oder der moderne... okay. Kapitel 4, Auszug. Lernet, wie gefährlich die Erwerbung von Wissen sein kann und um wie vieles glücklicher derjenige sich schätzen darf, um die Welt nicht größer ist als der Marktflecken, darin er geboren ward. Um wie viel glücklicher ist nicht, solch ein Mensch zu schätzen, denn einer, der da sterbte, größer zu sein, als seine Natur es ihm erlaubte. Das ist echt ziemlich tiefsinnig. Hm. Stable. Ah, okay. Die sind auch noch stable, also da läuft alles. Und die Uhr läuft weiter. Wie lange wir auch hier, schon hier sind. Meine Fresse, ey. Na gut. Do not turn the wolf. Tja, das machen wir mal. Yay! Unterbreche die Stromversorgung durch den Generator des unterirdischen Labors. Dann gucken wir mal da. Sie sind beide abgeschaltet. Sehr gut. Overflow Warning. Was? Ich bin weg hier. Tschüss. Okay. Stable. So, das ist ja immer noch nicht an. Ah, okay, sehr gut. Das so, ah, okay, es geht leider nicht. Ach, verdammt. Wir ballen uns lieber, dass wir Billy eigentlich töten können und dem ganzen Horror ein Ende setzen. Los geht's. Wir ballen uns. Los, 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 los. Wir tun jetzt die Generatoren ausschalten. Um den Horror ein Ende zu setzen. Endlich. Ach du Scheiße, ey. Hab ich gerade eine Gänsehaut. Weiter, 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 weiter. Beeil dich. Nein. Da ist was. Hinter uns. Er ist direkt hinter uns. Los! Ach du Scheiße. Nein, nein, nein. Weiter, weiter, weiter. Nicht stehen bleiben.
Los, los, los! Okay. Beeilung, Beeilung, Beeilung. So, ich bleib lieber gar nicht erst stehen. Block E. Ach du Scheiße. Und tschüss. Deaktiviere Billys Notfallsystem der Lebenskammer. Oh. Ich hätte damit gerechnet, dass wir da runterspringen können. Verdammt. Komme ich jetzt hier wieder raus? Jetzt müssen wir nur noch das Notfallsystem deaktivieren und können endlich Billy erledigen. Du Scheiße. Okay. Oh Gott. Nein! Nein! Wir leben. Wir leben. Steh auf. Er hat uns abgefangen. Der andere Geist. Er hat uns abgefangen. Sonst wären wir tot. Das war's jetzt, Billy. Na los! Nein! Nein! Komm schon. Verdammt nochmal. Nein! Nein! Verdammter Bastard. Verreck. Und wir leben immer noch. Neues Ziel, versuche zu entkommen. Ach du Scheiße, wir haben wohl nur noch vor uns hin. Aber, nein! Steh auf. Komm schon, wir sind so nah am Ziel. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Billy ist tot, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Nein, nicht so kurz vor dem Ziel. Alter. Okay, raus hier. Nein! Ich glaube, wir müssen uns besser beeilen. Ich weiß nicht, wie lange wir hier noch überleben. Nein! Komm schon! Komm schon! Mit all dem, was wir geschafft haben. Wir müssen hier raus. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Und nach all dem, was uns passiert ist, leben wir immer noch. Das kann man von Billy nicht sagen. Dem haben wir nämlich gerade ein Ende gesetzt. Alter Schwede. Und wir sind so kurz vor dem Ziel. Nein! Komm schon, komm schon. Alter Schwede. Fuck. Nein! Nein! The Red Barrels. Ja, was soll man sagen? Damit hätten wir jetzt das Spiel Outlast abgeschlossen. Ich... Alter Schwede, ich...
weiß ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll. So, die Aufnahme geht jetzt nämlich schon eine Stunde und 20 Minuten und jetzt haben wir es abgeschlossen. Das war Let's Play Outlast und damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, denn wir sind nicht rausgekommen. Wir sind nämlich zum Wirt geworden anscheinend und wurden niedergeschossen. Wir haben Billy erledigt. Wir haben das System abgeschaltet. Wir waren so kurz vor dem Ziel. Und haben es nicht geschafft. Ja gut, wir wurden ja abgeschossen, aber anscheinend sind wir der Wirt geworden und haben wir uns jetzt verwandelt. BZW, sind wir jetzt mutiert in was auch immer diese Wesen sind. Also mir ist jetzt immer noch nicht alles schlüssig. Das ist immer noch sehr skurril, alles klar. Also im Laufe des Spiels wurde einem dann natürlich schon einiges klarer. Aber trotzdem weiß man's. Ich weiß jetzt immer noch nicht genau, was passiert ist. Und trotzdem großartig. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht, das Spiel. Kann ich hier mal zwischendurch einwerfen. Und ja, was soll ich sagen? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also erstens natürlich, was auffällt, es sieht wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus. Andererseits, eine sehr coole Atmosphäre, sehr coole Szenenwechsel, coole Monster. Erinnert so alles ein bisschen an Amnesia. Also ich denke, das hat man dann sich vielleicht so ein bisschen als hier so ein bisschen genommen. Also so ein bisschen Amnesia als Vorbild, sage ich mal. Was ja nicht schlecht ist, denn Amnesia war ja ein großartiges Game. Und da haben sie hier so ein paar Elemente umgesetzt. Auch sehr gut gemacht. Also auch die ganzen, hier das ganze Türen öffnen und mit der Kamera und so. Das waren alles sehr coole Elemente. Das haben sie sehr gut eingebracht. Und ich muss nur sagen, es hat mega viel Spaß gemacht. Das war ein sehr cooles Horror-Game. Und was soll ich sonst sagen? Falls ihr Horror-Games mögt, dann könnt ihr es euch natürlich holen. Oder ihr habt es natürlich bei mir geguckt, wer weiß. Wie gesagt, ich labere jetzt hier nochmal ein bisschen die Credits über. Auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Stunden ich dafür gebraucht habe. Da müsste ich jetzt mal kurz überlegen. 6 Stunden, kann das hinkommen? Ja, grob. Ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Aber ja, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich lasse natürlich noch die Credits zu Ende laufen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die gehen, wie viele Leute daran beteiligt waren. Hier laufen schon die Special Thanks. Also denke ich, dass die auch bald vorüber sind. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns natürlich wieder im nächsten Horror-Let's Play. Es gibt natürlich noch einen Haufen anderer Horror-Spiele. Auch zu finden auf meinem Kanal BZW. Gibt es ja auch noch ein DLC zu Outlast. Und ich bin wirklich gespannt, wie das jetzt hier eigentlich ausgegangen ist oder wie es weitergeht. Also ich hoffe, dass wir im DLC vielleicht noch ein bisschen was erfahren. Vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.